Das war wohl nichts. Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, Leute, neuer Tag, neues Glück. Ich habe schon meine Sportsachen an, also für mich geht es gleich zum Sport, wollte ich sagen. Nein, stimmt überhaupt nicht. Aber wir machen auf jeden Fall ein bisschen Yoga, ein bisschen Sport. Ich weiß noch nicht genau was, wie, wo, wann. Vielleicht auch draußen. Draußen ist ein schönes, also sieht nach schönem Wetter aus. Ich weiß nicht, ob es kalt ist. Ich würde sagen, auf diesen wundervollen Tag. Prostimos. Also ich bin fertig soweit. Alex dehnt sich noch. Ja, war gut. Irgendwie war ich wieder heute nicht so im Modus, ein Ganzkörper-Workout zu machen, weil ich schon beim Yoga gemerkt habe, dass ich noch übertrieben Muskelkater habe in meinen Arm. Deswegen habe ich jetzt heute ein bisschen Bauch trainiert. Hier Mr. Brust. Brust. Mr. Brustman. Der trainiert immer Brust. Sein Lieblingstraining. Das Brusttraining. Oder? Ja. Ja, wir sind soweit durch hier. Ich gehe jetzt auch gleich direkt duschen. Und setze mich ans Video bearbeiten. Und ich wollte heute noch ein Video drehen. Raus aus der Dusche und ran an die Arbeit. Jetzt wird erstmal ein bisschen Büro gemacht. Alex ist noch duschen. Er wird auch gleich lernen. Soweit ich weiß. Hat er zumindest vor. Ich wollte danach noch ein Foto bearbeiten für Instagram. Ich habe schon so lange nichts mehr gepostet. Ups. Ja. Und Video bearbeiten. Ihr kennt das. Und danach wollte ich mich fertig machen, weil ich mich mit einer Freundin treffe. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Aber jetzt wird erstmal gearbeitet. Wieder am Essen. Wieder ich. Wieder du. Ja, wer denn sonst, wenn nicht wir beide. Ich schwör. Wir sind wieder in der Küche. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Mittagszeit. Nein, Mittagspause. Mittagsessen gibt es jetzt. Und, ja. Das letzte Mal rohköstlich. Also nicht das allerletzte Mal. Ich wollte gerade sagen. Die 30-Tage-Challenge. Heute ist unser letzter Tag. Heute ist ja sogar unser Tag plus, ne? Weil wir haben, ich verrate nichts. Ihr seht das alles in dem Video auf meinem Hauptkanal. Ja, es gibt lecker Gemüsesticks zum Dippen. Gab es vorher schon, wird es auch danach geben, nach der ganzen Rohkost-Challenge. Beste, was es gibt. Wir werden jetzt auf jeden Fall unser Mittagstisch, wollte ich gerade sagen, unsere Mittagspause genießen. Ja. Hast du eigentlich fertig gelernt, oder? Gelernt, ja. Ich muss noch die Hausaufgaben fertig machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch Hausaufgaben machen muss. Süß. Ja. Guten Appetit, mein Schatz. Wünsche dir, Baby. Kurze Planänderung. Ich werde jetzt nicht mehr weggehen, habe mich aber dennoch fertig gemacht und werde jetzt die Zeit nutzen und mein Video drehen. Ja, ich baue jetzt alles auf und dann geht's los. Währenddessen
macht Alex gerade irgendeinen Krams und er wollte gleich schneiden. Das war wohl nichts. Die Sonne ist gerade so aggressiv, wie ihr wahrscheinlich jetzt hier gerade auch gut erkennen könnt. Ja, die ist mal da und dann ist sie wieder weg und so kann ich kein Video drehen. Das sieht ganz, ganz schlimm aus. Deshalb lasse ich das jetzt sein. Und wir gehen ein bisschen spazieren, ein bisschen auf andere Gedanken kommen und dann versuche ich es nochmal. Alex ist hier am Schneiden und Nüsse mampfen. Ja, deshalb würde ich sagen, mein Spatz, machen wir jetzt ein Päusele. Wir machen ein Päusele, gehen ein bisschen spazieren, laufen bei Lidl rein, holen uns noch mehr Nüsse und eine Wassermelone vielleicht. Auf jeden Fall. Und dann geht's weiter an die Arbeit. Fertig. Und so sieht das Ganze dann aus. Mein Stativ, meine Bücher und mein Hintergrund. Dieses hier hat man nicht gesehen. Ich werde das Ganze jetzt hier aufräumen. Übrigens, wer das Video noch nicht gesehen hat, Fokus. Jetzt. Übrigens, für all diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, verlinke ich euch sehr gerne hier oben. Schaut es euch unbedingt mal an. Lohnt sich. Definitiv. So, und jetzt aufräumen. Und dann werde ich ein bisschen entspannen. Denn Alex ist gerade am Schneiden. Ich lasse ihn auch jetzt erstmal ein bisschen schneiden. Und vielleicht mache ich jetzt uns eine Wassermelone. Ich hätte richtig Bock auf eine Wassermelone. Hier ist der Meister. Hallo, Katar. Meister Katar. Noch für Bock. Macht Bock? Schön. Sehr schön, freut mich voll. Aber ich mag das auch. Vor allem macht mir Schnitt Spaß, wenn es schnell geht. Ja. Soll ich uns eine Wassermelone machen? Yes, Ja? yes, 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 Gut. yes. Dann gibt es jetzt erstmal für uns Wassermelone. Wir befinden uns mittlerweile im Garten. Haben gerade schön Wassermelone gegessen, bisschen entspannt auf der Couch und jetzt dachten wir uns, wir gehen raus. Ich werde lesen und der Alexander hier, der ist am Schneiden. Und ja, wir genießen noch ein bisschen das Wetter. Jetzt ist es nicht mehr ganz so heiß, weil die Sonne jetzt langsam verschwunden ist. Und ja, jetzt kann man hier schön chillen und entspannen. Ich bin ganz schön müde heute. Ich weiß auch nicht, ich könnte jetzt so auf der Stelle einschlafen. Aber ich habe Angst, dass ich dann nicht durchschlafe bis morgen. Deswegen bleibe ich wach. Was lachst du? Ich laufe so richtig, so, dick, so rechts, links auf dem Video, das sieht so witzig aus. Ist lustig. Ihr habt ja den Vlog schon gesehen. Falls nicht, verlinke ich euch hier oben. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall weiter ein bisschen lesen und Alex wird noch ein bisschen was schneiden. Und ja, wir befinden uns im Bettchen. Leider nicht ganz so früh wie geplant, denn eigentlich wollten wir viel, viel früher schlafen gehen und sind auch schon die ganze Zeit mega müde. Aber ich habe an den nächsten Log geschnitten, habe das jetzt fertig gemacht und das Ganze lädt jetzt gerade hoch über Nacht. Und ja, wie sonst auch immer, lesen wir jetzt noch. Der Alex auch. Und ich dachte mir, wir erzählen euch mal, oder wir zeigen euch mal, was wir momentan lesen. Also ich lese immer so zwei bis drei Bücher gleichzeitig immer.
Ich lese gerade meinen letzten Transurfing-Teil, da bin ich aber auch schon fast durch mit. Dann lese ich noch, Moment, dieses Buch hier hat was mit Rohkost zu tun. Ist ein cooles Ding. Sollte man in seinem Leben mal gelesen haben, zumindest was davon gehört haben. Und dann dieses Buch hier. Das ist der kleine Buddha. Davon gibt es drei verschiedene Teile und Alex ist sowas von begeistert von dem Autor und von den ganzen Büchern. Und ich würde sagen, erzähl einfach selber, was du dazu zu sagen hast. Ja, ist eine ganz witzige Geschichte. Eigentlich habe ich mir das Buch einfach gegriffen, als ich bei Thalia war. Ja, stimmt. Und das, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund wollte ich das lesen zu dem Zeitpunkt. Meine Haare sehen witzig aus. Auf jeden Fall ja, habe ich mir das Buch einfach genommen, habe es durchgelesen. Das war aber auch echt so ein Glücksgriff, ne? Also so ein Bauchgefühl-Ding, so Ja. eine Intuitionssache. Und auf jeden Fall, der Autor hat halt diese Reihe mit der kleine Buddha, drei Bücher insgesamt über drei verschiedene Themen: Liebe, Veränderung. Veränderung und das Das allererste. erste war. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe praktisch das, was wir jetzt nicht wissen, als allererstes gelesen. Das war brutal gut. Also es hat, Du warst echt begeistert seit ja, dem ersten das Buch hat mir direkt. echt heftig auch geholfen. So, das sind halt Sachen nicht, die man sofort, die man so denkt, so wow, das ist jetzt was Neues, sondern man wird an Sachen erinnert, die man vergessen hat, und Ja. dadurch ja, findet man wieder Ist man irgendwie, motiviert, irgendwie wird es mal wieder genau, so. man ist wieder motiviert, man kriegt wieder so Lust, wieder das anders anzugehen in seinem Leben, bestimmte Sachen anders zu sehen. Und ja, und jetzt lese ich halt Auch ein Buch von auch ihm. ein Buch von ihm. Das Buch heißt Charlie und der Traum von der Freiheit, eine Geschichte aus der Vogelperspektive. Süß. Ich bin gerade zur Hälfte angekommen und muss sagen, also sorry Leute, der Akku ist gerade kurz flöten gegangen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte über das Buch, es ist eine fiktive Story, es ist leichte Kost. Nichtsdestotrotz nimmt man sehr viel mit von den Geschichten, die der Autor schreibt. Und das finde ich ziemlich gut. Also so für den Einstieg, ich war vorher Mensch, der gesagt hat, so, boah, lies mal so dein Buch, ich gebe mir irgendwie kurz 20 Minuten oder so Instagram. Jetzt bin ich echt froh, wenn ich statt an meinem Handy bin, dass ich irgendwie Zeit finde, dass ich ein Buch lesen kann. Sei es eine Seite oder ein Kapitel. Was ich sagen wollte, ist, dass diese Bücher sehr einfach und verständlich geschrieben sind. Wir verlinken euch einfach mal alles unten in der Infobox. Schaut es euch gerne an. Sind auf jeden Fall Aha-Erkenntnisse garantiert. Und wie Alex schon gesagt hat, es steht nichts Neues drin, sondern einfach nur Dinge, an die wir uns im Laufe unseres Lebens einfach erinnern sollten, die das Leben verändern können. Zumindest die Sichtweise auf unser Leben. Und das ist wichtig, meiner Meinung nach, denn sonst gehen wir ein, wenn wir nichts verändern. Oder wir bleiben einfach immer so, wie wir sind. Und wenn man damit zufrieden ist, super. Wenn man aber jedoch mehr möchte, dann muss man auch bereit sein, etwas dafür zu tun. Das war jetzt ein gutes Schlusswort und jetzt gehen wir schlafen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen euch eine wundervolle Nacht und bis zum nächsten Mal. Also bis morgen. Tschüss. Ciao. Cool. Warum ist da diese Scheiße auf? In diesem neuen Pazimo. Scheiße. Autofokus so. Jetzt ist das Autofokus.